Sonnenschein, jetzt kommt eine weitere Folge, bildet beim Bürogebäude. So, wir haben jetzt das Treppenhaus und ich habe ja hier schon meine grandiose erste Büroetage. Ich gucke mir jetzt nochmal ab, wie man eine Kaffeemaschine macht und dann... Abgucken kannst du gut, ne? Ja, das kann ich, klauen kann ich gut. Wir hatten nämlich, glaube ich, schon mal drüben eine Mufu-Gebäude. Und dann denke ich mal, quetsche ich hier jetzt noch so zwei Chefbüros rein. Und da muss ich mal gucken, Däum, wie soll ich denn da die Treppe hochmachen in dieses Penthouse-Ding? Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Oh. Oh yeah. So. Da geht dann einfach hier, da muss ich dann... Siehst du, es läuft dann darauf hinaus, dass wir keine Etage wiederverwenden können. Keine. Ja, dieses Gebäude ist, wie gesagt... Antismart. Nicht smart. Ja, Kian, uns wurde übrigens gesagt, wir haben hier oben gerade mal 4, 8, wir haben 12 Leute pro Etage. Ja. Das heißt, wenn wir fertig sind, haben wir ca. 40 Leute, die in diesem Gebäude arbeiten. Das ist doch pretty effektiv. Das ist total effektiv. Super effektiv. Da sind bestimmt solche Sims, die arbeiten halt für 10 Millionen Menschen. So, dann komm mal bitte jetzt her. Ich gucke gerade, ob ich irgendwie noch einen Platz mehr reinkriege. Oder Dom, ich reiße dir jetzt verbal den Arsch auf. Mir? Ja. Aber dann sitzen die Leute mega eng, wenn ich jetzt, dann müsste ich nämlich Alter, das sind Tisch richtige Scheißbüros gehen. Ja. So, dann wie soll fällt das dir was auf gehen? An dieser Terrasse? Ja, das ist mir durchaus bewusst. Da bist du behindert. Hä, stopp mal, wieso sind das Scheißbüros, Andi? Ja, Andi, wenn ich es enger mache, dann machen das jetzt wie, als wenn eine Frau einen Pickel hat. Wir drücken ihn aus? Nee, Abdeckstift drauf. Ey, warum hast du es jetzt weggemacht? Weil da kein weißer Teppich hinkommt. Sag mal, hackt's bei dir? Grauer Teppich, das fällt sag mal, auf. Sag mal, hackt es bei dir? Ja, in die 808. Wenn was nicht passt, ich passend auch. Gemacht. Ja, jetzt leuchten ja, dir ist bewusst, dass manche Lampen jetzt nicht leuchten. Ja, das ist doch nicht mein Problem. So. Ja gut, dann löse es halt anders. Das ist jetzt dein Problem, ne? Nee, so kann ich es nicht lösen. Ach nee. Lass dir was anderes einfallen, aber du wirst nicht diese Terrasse verschandeln. Es ist der Mulcayente. Si. Sag mal, du kannst ja doch mehr Spanisch, als du immer behauptest zu können, ne? Si. Der Junge kannst du auch nur aus dem Zusammenhang gerissen. La gente está muy loca. Anstatt dass du es einfach so machst, guck mal. Ja, willst du mir sagen, du hast eine smarte Lösung für das Problem, oder was? Nicht ganz, weil hier so eine Lücke ist. Wenn da keine Lücke wäre, ginge diese Lösung. Ja, dann wäre sie smart, aber so. Dann würde ich halt so machen. Andi gönnt sich einfach den auch wenn Triple und von außen, hässlich ist. Von außen wird dann bestimmt auch nicht diesen roten, auffälligen Punkt dadurch sehen. Da kommt Laser, Luca, und lasert den Punkt weg. Dann kommt er. So. Und dann, wir müssen hier noch mehr hinbauen. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Das sind, Andi, das sind Anlageberatungstische, wie du schön gesagt hast. Ich will dafür, das war ein ganz cooler Vorschlag von einem Zuschauer. Hier können wir noch ein Callcenter hinmachen. Ein Callcenter. Wie ein Callcenter? Ja, ein Callcenter. Du meinst, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie sieht ein Callcenter aus? Ich stell mir das ganz mal vor. Viele Tische, ganz viele PCs, da ganz darfst viele Telefone. Da darfst du es machen, aber nicht ganz da oben in diesen Luxusbüro. Richtig schöne, hässliche Eichentische. So, warte mal. Hä, wieso? Wir können ein modernes Callcenter anheben. Nein, das wird richtig abgeranzt. Alter, warum musst du den Leuten nicht einen abgeranzten Arbeitsplatz geben? Natürlich, sonst ist es ja echt das Callcenter, sonst kannst du nicht den Mindestlohn verlangen. Hä, hey, gerade dann, weil wenn die schon so einen geilen Arbeitsplatz haben, können sie nicht viel mehr verlangen. Ja, doch, mehr Geld. Boah, Callcenter. Ich bin so froh, dass ich noch nie so große Kundendienstkontakt hatte. Wenn ich das so höre, was manche dann da mit ihrem Telefon-Internet-Anschluss teilweise Probleme haben. Ja, Alter, als ich hier monatelang rumtelefonieren, dann immer, ja, müssen wir einen Kollegen fragen. Kollegen. Ich dann, verbinde sie dann mal 10 Stunden später. Ja. Ja, wir schicken dann so einen Handwerker bei ihnen vorbei, der macht das, kommt kein Handwerker. Und einfach so Sachen. Sachen und Dinge, die einfach nicht passieren sollten. Ja, ich jetzt gerade. Man macht eine Zusage und klappt oder nicht. Bei den meisten Anbietern ist, glaube ich, dass die Sache, solange nicht schief geht, ist alles gut. So. Alles easy. Ja, ist doch immer so. Ja, das ist doch nicht abgerannt, das sieht doch geil aus. Ja, ich habe mich auch nochmal rehabilitiert quasi. Rehabilitiert? Ich gebe dir gleich rehabilitiert. Ich war in der Reha. Andi, ich habe eine smarte Lösung.
Smart dich mal aus dem Weg. Boah, wie smart ist das denn? Das ist pottenhässlich. Wie smart ist das denn? Auf einer Skala von 1 bis sehr smart. Bist du unsmart? Das ist ein Smart for Two, du. So smart ist das. Das ist eine ganz. Der hier hinten hat den besten Arbeitsplatz von allen. Er hat einen Tisch für sich alleine. Ja, allerdings starrt er auch auf eine Wand und kann sich nicht unterhalten. Das stimmt. Dann, du kannst mal die PCs hier mit. Ey, ist eigentlich echt so, dass die in den Callcentern sich immer so Fake-Namen zulegen? Keine Ahnung. Das eine Frau. Gibt's ja noch gar keinen neuen, so von wegen, heute bin ich mal Erika. Morgen Henriette. Genau. Hallo Henriette, hallo! Alter, wir können ja keine Pflanzen hinstellen, das wäre dann ja wohnlich. Das geht doch nicht. Nee. Ey, Leute haben geschrieben, wir sind eine Versicherung. Ja, das passt. Hat eine Versicherung ein Callcenter? Nee, weil Versicherungen keine Kunden haben, brauchen die auch kein Callcenter. Ich glaube aber, Callcenter sind normalerweise heutzutage auch nicht mehr in dem Gebäude mit. Sind in Indien. Ja. Nein, das nicht, aber die Jeep. In der Regel ist das irgendwie ausgelagert. Ja, ja. So. Ja, nee, ich glaube ganz. Obwohl, also, ich glaube, also bei so Chat-Sachen, so von EA, ich glaube, das sind Inder. Zumindest hätte ich das Gefühl. Einmal. Ich hatte mal mit EA Chat Support zu tun und dann da. Aber Chat Support, ja, will ich das schon hören. Jetzt mal ohne Spaß. Warum sollte ich. Ich kenne heutzutage keine Fälle mehr, wo ich wirklich so solchen Support anschreiben würde. Doch. Wenn, zum Beispiel, wenn du einen Key umregistrieren willst von einem Account. Ja, geht okay, das ist aber schon ein sehr spezieller Fall. Aber ich würde dann nicht. Ja, das Spiel leckt bei mir, dann google ich das und. Ja, weil, bevor ich den Support frage, haben Sie das Stromkabel richtig eingesteckt? Wahrscheinlich kommen. Ja, mein PC läuft. Ehrlich, danke für den Tipp. Wer den Tech-Support anschreibt und sagt, das Spiel laggt, der ist einfach dumm. Also der ist, keine Ahnung, dem ist nicht mehr zu helfen. Nein, bei mir ging es darum. Früher konntest du auch so Nummern ganz am Anfang. Nein, das war ganz am Anfang von Origin. Ich habe über den Client, also BF3 gekauft, aber irgendwie wurde es da nicht angezeigt. Und dann habe ich es nochmal bei der Website gekauft, da hatte ich es doppelt gekauft und dann habe ich wegen Rückerstattung da halt angeschrieben. Es hat aber alles geklappt. Aber ich meine, früher hattest du ja auch Hotlines, das hat dann so 2 Euro die Minute gekostet und dann konntest du da die Cheats und sowas erfragen. Ja, sowas richtig geil. War richtig witzig. So richtig, richtig 90er bis 2005 vielleicht noch. Ja. Da gab's, warte, da gab's Websites. Ich habe, glaube ich, immer die Cheats auf Spieletipps nachgeschaut und dann gab es auch noch Mogelpower. Ich habe immer auf Mogelpower geguckt. Die ist jetzt mal nicht so. Übertriebenstes Callcenter, Andi. Die kriegen jetzt alle noch. Ist nicht fertig. Alle noch einen Flowerpot und zwar alle den Dschungel-Sapling. Die waren die. Zum Erhalt der Arbeitsmoral. Steigert die Moral, genau. Ich glaube, die Moral ist in diesem Gebäude generell im Keller. Schön abgetrennt vom Rest, damit hier auch keiner irgendwie wird er motiviert sein auf irgendeine Art und Weise. Wobei, ich glaube, also zumindest, ich hatte genau auch mal bei meiner Krankenversicherung mit denen telefoniert, die wirkten sogar ziemlich kompetent. Die konnten mir immer helfen. Ich glaube, da muss man. Ich glaube, bei Elektronikunternehmen ist das kritischer. Ja, das ist was anderes. Aber zum Beispiel, also bei meiner Versicherung war da alles super dick. Es ist auch eine Versicherung, du. Das kannst du nicht vergleichen. Aber wir sind hier eine Versicherung, Andi. Wir sind hier kein Elektronikhersteller. Oh, alle kriegen hier den geilen Dschungel-Sapling gesettelt. Wie ein Place. Gesettelt? Wie ein Place geplaced. Junge, da kommt das richtig geil. Guck mal, hier sitzt Erika gegenüber Henriette und dann unterhalten die sich nebenbei noch. Und vergiss nicht Ferdinand. Ja, wir brauchen eine dicke Kaffeemaschinenanlage. Bisschen am Spritzen die Maschine. So ein Großbetrieb. Ja, da gibt's dann Ozapfes und dann wird da das Fass angestellt. Und der Kaffee kommt raus. Mittagspause bei den Menschen im Callcenter. So eine riesen Kaffeekanne mit angestochen, alle kommen ran. Die Hamster im Käfig. Oh Gott, das tut mir gerade voll leid, aber. Ich weiß nicht, ich hab bis jetzt kein bisschen positive Erfahrung gesammelt mit Callcenter-Menschen. Ja, gut. Alter, könnt ihr ja also, nichts für. Also wer kommt drauf an, was ist so, ne? Also, wenn der inkompetent ist, ist er inkompetent.
Ja, von ihnen kommt. Aber ich meine, wenn die Termine machen für den Techniker und der Techniker kommt nicht, weil der wieder total überbucht ist. Nee, weil, das meinte ich auch ne? nicht. Aber halt einfach so. Wir schalten sie weiter, 10 Minuten Warteschleife später. Nein, Andi, das Ding. Ich kann jetzt auch nicht beantworten. Ich glaube, das liegt ja nicht an den Leuten an sich. Das liegt daran, ja, ich sag's auch nicht, ich rede ja auch nicht über die Leute schlecht, sondern über Callcenter im Allgemeinen. Die Strukturen irgendwie scheiße eingerichtet sind, dass da keiner, dass man da ständig weiter verbunden werden muss. Ja. Da können die Leute an sich nichts dafür. Also natürlich gibt es immer mal Fälle, wo wirklich einer einfach dumm oder inkompetent ist, aber ich glaube, in der Regel kann man den... Maximal PC-Bildschirme anbringen? Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher das nicht. Das machen wir jetzt zusammen. Es gibt hier keine PC-Bildschirme. Weißt du, wie viele Entities das sind? Paintings sind scheißegal. Kian, sag was. Ich weiß es nicht. Jetzt komm, stell nicht so an. Ich würde dir helfen, wenn das... Warte, ich mach jetzt. Minecraft. Rein theoretisch können wir auch irgendwelche Bilder hier hängen, weil die eh immer einen Bildschoner am Laufen haben. Paintings. Ich hoffe, es guckt hier keiner zu, der wirklich im Callcenter arbeitet. Sonst hasst er mich. Wieso? Weil ich die ganze Zeit drüber herziehe. So. Ey, wann erscheint dieses Sponge? Ja, es ist angekündigt, dass sie das machen. Angeblich, doch, ich glaube, es ist schon was im GitHub quasi, aber halt nichts, was so richtig für Usability. A new Minecraft Modding API. Warum kannst du mir jetzt bitte helfen? Ja, was kommt da hin? Wirklich Paintings? Ja. If you mean? Ja, aber halt, du weißt, welche Paintings. Ja, irgendwelche halt, ne? Nein. Ob du dumm bist, hat er dich gefragt. Sag mal. Ich meine, Spaß. Die können einfach. Was sagt bei dir in die 808? Ja, einen Bildschirmschoner am Start haben. Nein. Da bist du eigentlich komplett dement und behindert, Andi? Ja, was denn? Warum setzt du da einen Block drüber? Das bringt gar nichts. Ja, natürlich, sonst kommt ein Zweierbild, du Horst. Andi, da kann kein Zweierbild hinkommen. Bin natürlich. Da ist eine 1x1 große Fläche, Andi. Ich glaube es auch nicht. Ich nehme diesen Preis an. Ja, da muss man ganz klar mal deine Kompetenz ansprechen. Aber Andi, ist doch egal, jeder macht mal Fehler. Jeder macht mal Fehler. Auch Kilian? Nein. Ja, auch Kilian. Ich weiß nicht wieso, Dolmo, du arbeitest ein bisschen ineffektiv. Ja, was kenne ich dafür, wenn das scheiß Bild nicht kommt? Irgendwas wollte ich gerade noch machen, ach ja. Some keyboards are missing here. Ich glaube, wir wären schon doppelt so weit mit der Stadt, wenn wir einen Mod hätten, dass wir das Painting immer manuell auswählen können. Meine Herren, das ist wahrscheinlich. Kian, warum machst du das nicht? Du kannst doch Java ein bisschen. Das kann nicht so schwer sein. Ja, aber Andi, Kian will dir jetzt nicht den Titel und Rang als Modder ablaufen. Doch, will er. Ablaufen. Genau das will er. Ablaufen, wenn ich das wieder gesagt hätte, ne? Dann wäre die Däumes Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Wahrscheinlich. So, dann mache ich jetzt hier so eine dicke Controlling Station. So, ich bin fertig, Andi. Irgendwie riecht es. Es zieht zum Fenster rein. Es riecht irgendwie nach Toast. It's smelly, smelly, it smells smelly. Nö, es riecht nach Toast. Toastet dein Nachbar etwa? Ich weiß es nicht. Ist ja in der Toastphase. Die finale Toastphase. Alf-Hörspiele waren damals richtig geil. Was war geil? Alf-Hörspiele. Alf. Achso, dieses Alien. Ja. Ich fand die Serie besser. Ja, Andi. Ich will stopp, mal ganz Tag am Fernsehen. Ich sei jetzt nochmal dahingestellt. Ich wette, Andi hat nie ein Alf-Hörspiel gehabt. Und jetzt weiß Andi, dass ich recht habe und er schaut bestimmt. Das war richtig dumm. Das ist richtig dumm. Ja, also ich hab weder das eine noch das andere gesehen, aber Andi kennt das eine nicht und sagt erstmal, nö, die Serie fand ich besser, obwohl er diese Hörspiele noch nie gehört hat. Doch, ich glaube bei Kian einmal, ich weiß es aber nicht. Ja, Andi, dann komm. Komm. Komm, Andi, die Serie war auf jeden Fall einen Kopf zu. Also allgemein war das Franchise lustig. Allein ist die Tatsache, dass sie die ganze Zeit Katze essen wollte. Dass er Katzen gegessen hat. Ja, ich meine, also die Hauskatze hat er nie gegessen, oder? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die anderen im Urlaub hat er sich welche gesnackt. Ja, das ist richtig, aber die eigene Katze nie. Ja, ich habe das nie gesehen. Too bad. Ich war nie so Fan von so Kostümen.
Ey, das war ja, das war eine Handpuppe. Das weiß ich nicht. Ey, viel geiler finde ich hier das Big Bird-Kostüm, ne? Das ist ein einziger Typ drin. Sesamstraße, ne? Was hattet ihr unten nochmal für Sofas? Aus welcher Farbe? Ey, das sieht richtig geil aus, das Korn. Däum, sag mir schnell. Was willst du? Däum. Du Horst, was ist das denn hier? Hey, das ist richtig geil, das Callcenter. Das ist richtig geil. Warum setzt du da einen Block daneben? Nein, was ist das denn hier? Das ist ein Bildschirmschoner. Alter, das Callcenter ist nicht mal Realness am Faken. Es ist einfach real. Ich weiß. Das Einzige ist, dass es offen ist zur Lobby hin, aber egal, das sorgt für die nötige Hintergrundgeräuschkulisse. Hadebe. Bitte. Obwohl, die haben so einen. Deren Stuhl vibriert, wenn jemand anruft. Echt? Was? Nein. Jetzt mal ehrlich? Nein, das war eine Idee von mir. Ja, die Telefone können doch nicht bimmeln, oder? Die kriegen wie so ein Skype-Call, das ist dann auf. Ja, klar. Die haben doch eh die ganze Zeit ihr Headset. Ich wollte gerade sagen, das blinkt dann auf dem Bildschirm. Bis ist ein bisschen die nehmen, glaube ich, gar keinen Hörer ab. Ich glaube auch, die warten auch einfach nur die ganze Zeit immer. Die sitzen da mit ihrem Anruf annehmen. Rode NTA1A. A1. für die Soundqualität. Mit, ne? Mit 8 und dann wird Kilohertz. Aber dann wird so ein Billigfilter drüber gelegt, damit es sich billig anhört. Hey, nein, okay, ich das vergessen. Die, was der Aufnahmedingens ist aber nur auf 8 Kilohertz gestellt. Ja. 8 wie Andi das immer macht. Kann man was verstehen? Ja, guck dir ein paar Folgen von Gronkh an, dann weißt du, wie sich das anhört. Ja, wieso? Weil er es einfach mal gefailt hat. Aber wir aber machen vielleicht war auch Realness am Faken. Nein, der hat das ja vorher gesagt. Vielleicht war Realness am Faken. Aber wir haben 48.000 Kilohertz. Ja, richtig, du hörst auch. Das klingt dann wie durch so ein altes Telefon. Richtig scheiße. Boah, altes Telefon. Ich hasse telefonieren mit normalen Dingsens. Da ist die Verbindung irgendwie eigentlich immer scheiße. Wie mit normalen Dingsens? Zumindestens. Also, zumindest da, wo ich herkomme, da war halt nie richtiger Empfang. Ich hasse Handyempfang, wenn er dann abbricht und so, das kotzt mich einfach an. Also an diesem Telefon, ist, die ich nach wie vor mit Festnetztelefon. Ja, oder halt dann doch Skype, weil entweder es bricht richtig ab, aber nicht dieses Hallo, hörst du mich? Hallo? Hallo? Das Beste ist ja, Linux-Dück hat mir ja immer erklärt, dass mit diesem toten Sendewinkel unterm Sendemast, ne? Hat er uns erklärt. Ja, und es ist mir wirklich aufgefallen, in Teilen meines Zimmers habe ich fast gar keinen Empfang, wenn ich telefoniere, versteht man mich nicht mehr. Ja, sobald ich mich dann, ich bewege mich einen Meter in die andere Richtung, voller Empfang. Da würde ich mal Linux auf dein Handy drauf spielen. Nein. Upgrade, übelste Radelle. Ey, Andi, du bist ein genialer Typ. Andi hat eine smarte Lösung. Was denn? Wenigstens ansatzweise Schallschutz. Ja. Moment, ich komme gleich, ich muss erstmal koppeln. Du bist echt ein klasse Typ. Ich weiß. Was besiegeln wir hier oben? Ich finde das echt töff. Ich finde die Etage ist richtig hübsch mittlerweile. Dank dem Callcenter sieht das jetzt auch noch mit Produktivität aus. Und der Anlageberatung. Aber da die Frage jetzt immer noch bleibt, was ist hier hinten? Anlageberatung. Hier hinten. Wir können einfach faken und einfach dicht machen. Nein. Wir können doch nicht so einen Riesenbereich einfach dicht machen. Andi! Alter, wir verstößen gegen die erste Regel. Es gibt keine Hohlräume. Andi? Ja? Willst du da mal was sehen? Nein, Alter, du machst das Licht dicht. Das lässt du. Ich hau dich. Komm mal hier rüber, Andi. Ich hau dich. Komm mal hier rüber. Ich hau dich. Ich mein's ernst, ich hau dich. Komm mal her. Nein. Porte ich dich halt. Nein. So. Jetzt habe ich schon die eine Etage gekopiert. Da müssen wir dann hier nur noch eine Treppe reinbauen. Was ist das denn? Was ist das denn? Und jetzt ob mich wieder. Was ist das denn? Das ist ein total effizientes Gebäude. Das ist ja mal richtig ranzig. Das ist ein easy Lama. Das ist ja mal richtig ranzig. Was hat er gemacht? Er hat alles dicht gemacht, was? Nein, ich habe Andi gerade nochmal diesen Hohlraum gezeigt in dem einen Gebäude. Ach so, okay. Na gut, also jetzt bleiben wir erstmal die Folge und dann bleibt es mir noch zu sagen. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.